Tag. Slim mit einem neuen Video. Nach fucking 3 Wochen. So, doch jetzt ist endlich mal wieder Zeit für den Kanal der Folge. Dieses Mal ist es der liebe Slim. Und ich weiß, wow, Mario Kart Gameplay im Vordergrund und Meinungsblock im Hintergrund. Sowas gab's ja doch gar nicht auf YouTube, macht ja kaum jemand, oder? Was ist mit den Minecraft Gameplays? Was ist mit den Super Mario Odyssey Gameplays? Was kann ich dafür, dass ich die Mario Kart Gameplays schon benutzt habe, bevor Leute wie so ein Firehund sie in ein schlechtes Licht gerückt haben? Deswegen geht hier ein Shoutout raus. Checkt gerne meinen Kanal ab und wenn euch gefällt, lasst ein Abo da. Was ihr aber auf alle Fälle mal machen könnt, ist wirklich unter das letzte Video zu gehen und einfach mal schöne Grüße dazulassen. Ich glaube, er wird sich sehr freuen. Und es ist auch immer schön, mal jemanden eine Freude zu machen. Alter. Über 2000 neue Abonnenten. Digga, das ist ein größerer Abo-Zuwachs als bei Commander Krieger in den letzten 5 Jahren oder so. No front. Jetzt heißt es aber wirklich... Oh Mann. Leute, Diego sagt, mach diese kack 4000 Stunden Wiedergabezeit voll. Der Lamborghini in der Garage kommt nicht von alleine. Das hier ist die Garage mit dem Dab-Mobil. Check das aus. Ach du Scheiße, ist das geil, oder? 0 auf 100 in nur 4 Sekunden. Das Ding ist eine absolute Maschine. Richtig geil. Und? Nein, jetzt mal Real Talk. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich überhaupt noch einmal auf YouTube eine 4-stellige Abonnentenzahl erreichen werde. Denn ihr müsst wissen, ich war Wochen, wenn nicht sogar Monate an einem Ort. An einem Ort, an dem sogar das übrig gebliebene Plastik von Shireen David verfallen würde. Ein Ort, den man nicht mal seinem größten Erzfeind wünschen würde. Und zwar dem... Unter 700 Abonnenten Sumpf. No joke, ich hing mehrere Wochen oder halt sogar Monate gefühlt auf den 690ern fest. Ich dachte wirklich, dass YouTube endgültig den hier bei mir gemacht hat. Bei Knuspi war es der unter 500 Abonnenten Sumpf. Und bei mir for real der unter 700 Abonnenten Sumpf. In der Vergangenheit haben mir mehrmals Zuschauer gesagt, yo, schreib doch mal CEO an für den Kanal der Folge bei CEO und das Internet. Und ja, ich wusste, dass CEO das macht. Ich verfolge ihn auch schon seit 4 bis 5 Jahren. Aber in den letzten Folgen von CEO und das Internet hat er keinen Kanal der Folge mehr vorgestellt. Oder ich war einfach lost und habe es übersehen. Außerdem dachte ich auch, dass ich dort eh keine Chance hätte. Aber es ist passiert und ich bin CEO einfach so unendlich dankbar. Also CEO, falls du das hier jemals sehen solltest, wirklich ein Kuss aus dem tiefsten Herzen von mir. Ich hoffe, dass ich mich eines Tages irgendwie bei dir dafür revanchieren kann. Wenn es das Schicksal zulässt, dann, keine Ahnung, kommt eine Taui-Donation von mir oder so. Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber meine Mundwinkel sind einfach durchgehend oben. Ich bin die ganze Zeit nur am Grinsen. Ey, wenn das mein, in Anführungszeichen, altes Ich aus dem Nebelnick-Danke-Video sehen würde... Alter, mein Ziel war es ja, die 1000 Subs in diesem Jahr zu knacken. Und ich dachte, dass ich dieses Ziel überhaupt nicht mehr erreichen werde. Denn ihr wisst ja schon, wegen unter 700 Abonnenten-Sumpf. Aber durch CEO ist es passiert. Und deswegen nochmal ein fettes Dankeschön an alle, die neu dazugekommen sind. Und auch an die über 100, die auf dem Zweitkanal neu dazugekommen sind. Also falls ihr den noch nicht kennt, könnt ihr auch gerne mal abchecken. Da lade ich auch regelmäßig Stuff hoch. Und an die 40, 50 neuen Leute auf Insta und sogar 20 neue oder so auf Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung, wenn ihr die auschecken wollt. Nochmal ein fetter Kuss an alle. Bum, dude, 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 bum, dude.